say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go. But you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Ich habe heute viel ganz vergessen, irgendwas zu sagen. Wir sind jetzt über die Berge gefahren und sind jetzt auf dem Weg zur Atlantikstraße, weil das Wetter heute endgültig verschissen hat. Heute regnet es einmal. Also haben wir gesagt, machen wir einen Fahrtag. Und jetzt sind wir mal in Richtung vielleicht Kristiansund oder so unterwegs. Aktuell sind wir an unserem ersten Fjord unterwegs und scheinbar müssen wir vielleicht sogar in 11 Kilometer das erste Mal mit der Fähre übersetzen. Wir werden berichten. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Filled up with landmines, we will face.
side side by side. Sogar da sind die Tequilas unterwegs. sorry. Da waren Spanier gestanden und die sind bei uns ja nur noch die Tequilas, weil die ja alle in Schottland so extrem unterwegs waren. So, das nur so nebensächlich. Also wir waren jetzt mal, oder sind jetzt an der Atlantikstraße. Wir sind ja auch zweimal gefahren, einmal rüber, einmal rüber. Aber ganz ehrlich, nichts besonders schnell. Ja, stehen wir hier an so einem mini kleinen Yachthafen. Der Platz ist kostenlos, so ein Schotterbikeplatz. Yachthafen ist übertrieben, halt ein kleiner Hafen. Aber da stehen wir ruhig und es stürmt zumindest nicht, aber es regnet immer noch. Es regnet, ihr hört es, ich stehe im Regen. Ätzend. Naja, jetzt packe ich mir einen Apple Crumble. Irgendwie muss man sich die Zeit vertreiben. Gefahren sind wir heute genug. Also dann. So. Das ist der Platz. Schaut. Kleiner Hafen. Da ist jemand im Womo, der lustlos Äpfel schneidet. Da ist die Atlantikbrücke bzw. die Atlantikstraße. Wir haben sie jetzt nochmal fotografiert. Drohne lassen wir nicht steigen. Ist zu windig. Sonst stürzt unser gutes Teil noch ab. Das wollen wir vermeiden. Ja. Und jetzt begeben wir uns auf einen anderen Schlafplatz, weil uns der nicht gefallen hat bzw. dem Herrn und Meister nicht so zugesagt. Ich nochmal. Also, heute der Freitag war irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, zum in die Tonne treten irgendwie. Heute früh hatten wir noch leichten Nebel und Regen. Dann hat man eine wunderschöne Tour über diesen Wegen. Dann am Fjord entlang, war auch noch ganz schön, aber es hat nur geregnet. Dann Richtung Atlantikbrücke, da war es halt dann auch nass. Dann hat uns der Platz nicht hundertprozentig gefallen. Das haben wir aber dann zumindest mal genutzt, um ein Äppelkrambel zu machen, um die Äpfel wegzukriegen. Und dann sind wir weitergefahren. Schlafplatz suchen und jetzt stehen wir irgendwo in der Bamba rechts drin, ganz alleine, ganz ruhig, eigentlich ganz schön. Jetzt regnet es wenigstens nicht mehr. Ich habe eigentlich jetzt keine Ahnung, wo ich da gerade laufe. Irgendwie eine Schotterpiste. Da waren, wie wir geparkt haben, in den ersten 5 Minuten 4 Autos unterwegs. Seitdem war nichts mehr. Ich glaube, jetzt bin ich beim Stromumspannwerk, weil es da recht laut ist. Ja, genau.
Irgendein Zaun ist außenrum. Da ist jetzt recht laut. Ich glaube, wir drehen wieder um. Zumindest regnet es jetzt nicht. Ja. Morgen soll ja der Tag dann hoffentlich wieder ein bisschen besser werden. Und da werden wir dann wahrscheinlich mal nach Ohlensund fahren und uns mal kurz das Städtle anschauen. Mal durchlaufen. Ja. Hey, ich habe recht gehabt, schau. Sturmberg. Komm, Finn, wir drehen um. Finn. Kehren wir wieder um. Zu laut. Ja, also morgen nach Ohlensund. Und dann von da aus ist der Plan weiter Richtung Reusdiegen. Und dann schauen wir mal. Das Wetter soll ja dann wieder besser werden. Ich glaube es erst, wenn es so ist. Wir hatten jetzt auch gestern heute kurz, aber wirklich kurz überlegt, auf die Lofoten zu fahren, weil da das Wetter die ganze nächste Woche eigentlich schön sein soll. Aber das wären jetzt von unserem heutigen Schlafplatz, also heute früh, nochmal 1071 Kilometer gewesen. Ich weiß nicht, wann man sich das geben muss, weil man nur 3 Wochen Urlaub hat. Man muss den ganzen Mist ja wieder zurückfahren. Man kann zwar über Schweden zurück, die schnelle Strecke, aber ich weiß nicht. Das sind halt doch auch ein Kilometer. Aber wer weiß. Aber eigentlich, wenn wir jetzt zum Treustiegen fahren, dann sind wir ja eigentlich schon wieder auf der Rückreise. Und dann wollen wir noch die Gletscherseen anschauen. Die Schneestraße wollen wir irgendwie noch fahren. Im Sonnenjäfell irgendwie vorbei. Und Auerlandsbreen und ach, ich weiß nicht, wie die Dinger alle heißen. Das sind halt die, wo wir gesehen haben auf YouTube, wo ich immer gesagt habe, das schaut nicht schlecht aus, da können wir mal hin. Ja. Naja. Auf jeden Fall. Lassen wir uns mal überraschen, was noch so kommt. Ja, heute passiert nicht mehr viel. Michael schreibt einen Reiseblog. Lege die Bilder hoch und sichere die Bilder. Die Katzen haben es Nerven aufgegeben. Ihnen das Wetter doch zu doof. Und ja, dann schauen wir mal. Vielleicht kommt dann noch Netflix und Chill. Keine Ahnung. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao, ciao. Und damit ihr mal seht, dass ich wirklich in der Pampa unterwegs bin, hier ein Einblick. Da ist mein Hund. Finn. Schon der beste Hund. Da kommt er. Unser Globi, bitte drin. Da ist er. Ne? Also, habe ich doch gesagt, ne? Mitten in der Pampa. Dahinter ist das See übrigens. Also, wenn wir Fisch haben wollen, könnte man gesagt an. So, Leute, pass auf. Wenn Finn Natur schlechtes Wetter mögen. Wie ihr seht, Feen, du sollst nicht schon wieder die Wasserlache trinken. So. Jetzt kriegt er wieder einen leichten Schwindel, ne? Wenn ich so schnell schwinge. Aber so habt ihr wenigstens für euer Vergnügen eine Karussellfahrt. So, hier ist er. Ja? Also ich finde es jetzt so schlecht nett, den Platz. Wir stehen gerade. Nur für uns. Da hinten, das wäre bestimmt eine schöne Aussicht. Na? Wir sind jetzt nämlich ca. 25 Kilometer oder 30 Kilometer von der Atlantikstraße weg. Das war jetzt schon wieder so Richtung Molde, wo wir gefahren sind. Ja. Aber wenn ich nicht viel Wasser habe, das wusste ich. Da ist er. Also dann, bis morgen. Ciao. When you sound the alarms in the chaos is
Sound the alarms and the chaos is rising. Leading the charge, I'm